Die Klausureinsicht im Steuerberaterexamen. Worauf muss ich achten? Wie gehe ich am besten vor? Ein wichtiger Punkt schon direkt zu Beginn: Die Klausureinsicht ist Pflicht. Wieso, weshalb, warum und wie du auch mental damit umgehen kannst, all diese Punkte werden wir jetzt in dem Video besprechen. Viel Spaß dabei. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um die Klausureinsichtnahme. Ein grundsätzlich natürlich erstmal negativ behaftetes Thema, denn die Ursache dahinter ist natürlich das Nichtbestehen des schriftlichen Steuerberaterexamens. Deshalb an dich, wenn du von der Klausureinsicht betroffen bist, erstmal Kopf hoch, wenn es für dich im schriftlichen Examen nicht gereicht haben sollte. Natürlich ist es erstmal sehr, sehr niederschmetternd, diesen Brief zu bekommen, je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung du daran gegangen bist. Du hast so viel Zeit, Geld und Verzicht investiert und dementsprechend ist das erstmal wirklich auch ein niederschmetterndes Ereignis. Gar keine Frage, aber das liegt ab sofort hinter dir. Wenn du nach wie vor das Ziel hast, Steuerberaterin zu werden, Steuerberater zu werden, dann ist es deine Pflicht, die Vergangenheit abzuhaken, aus der Vergangenheit zu lernen, das besprechen wir gleich, und dann daraus gestärkt in die Zukunft voranzuschreiten und diesen Fehler nicht nochmal zu wiederholen. Heißt, wenn du jetzt nochmal antrittst, in ein, zwei oder drei Jahren nochmal antrittst, ist es deine verdammte Pflicht, diese Einsicht anzugehen, aus dieser Einsicht zu lernen. Ja, ich weiß, dass es für dich und für viele andere eventuell sehr, sehr schwer ist, emotional sich mit diesen Fehlern, mit den Klausuren auseinanderzusetzen, weil man bekommt dort diese drei Klausuren das Scheitern von sich selber quasi präsentiert. Gar keine Frage. Aber du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich sehe mich nicht in der Lage dazu, mich mit meinen Fehlern auseinanderzusetzen. Das ist zu emotional für mich. Eine Variante. Oder ich sage, ich habe diese Fehler gemacht, es hat nicht gereicht. Ich will aber wissen, warum es nicht gereicht hat. Und ich will nicht verdammt nochmal in die gleiche Situation nochmal reinkommen. Ich bin mir sicher, du willst da nicht nochmal reinkommen. Und deswegen, inhaltlich kannst du so viel mitnehmen, ist es wirklich grob fahrlässig, wenn du da nicht über deinen Schatten springst und die Einsicht wahrnimmst. Denn was bekommst du, wenn du die Einsicht richtig machst? Darüber sprechen wir gleich. Nämlich einen Kompass für deinen nächsten Anlauf. Was meine ich damit auf der inhaltlichen Ebene konkret? Erster Punkt, du kannst die Fehler aufdecken. Das bedeutet, es geht ja darum, dass du siehst, was ist überhaupt schiefgelaufen, erstmal auf der groben inhaltlichen Ebene. Hast du Themenbereiche gar nicht erkannt? Hast du eine komplett konträre Richtung gelöst? Du kennst die Lösung ja nicht und wenn du nicht auf anderen Wege irgendwie mal an eine Klausur rankommst, wirst du sonst auch nie wissen, wie es richtig gewesen wäre, woran es letztendlich gescheitert ist. Was waren die großen Fehler? Tiefer reingehend, der wichtigste Punkt, die Schwachstellen erkennen und aufzudecken. Was meine ich damit? Erstmal bei der inhaltlichen, auf der inhaltlichen Komponente. Was waren thementechnisch die Knackpunkte, wo du gescheitert bist? War es zum Beispiel das internationale Steuerrecht? War es zum Beispiel die Gewerbesteuer, wo du nicht darauf vorbereitet warst? Oder. Was waren da die Punkte, die das Genick gebrochen haben? Waren es vielleicht gar nicht die Inhalte? Bist du sozusagen überall generell gut vorbereitet gewesen? Aber war es die Klausurtechnik in Verbindung mit den Fußgängerpunkten? Also heißt das zum Beispiel, dass du miserabel oder schlecht den Aufbau gewählt hast, dass du Themenbereiche oder zu Punkten gar keine Stellung genommen hast, obwohl du inhaltlich das Thema richtig erkannt und gelöst hast? Oder hast du einfach Fußgängerpunktsätze nicht mit hingeschrieben und hast deshalb Teile der Punkte nicht bekommen, Buchungssätze nicht gebildet und so weiter? Du bist sonst wirklich im Blindflug unterwegs, wenn du nicht weißt, woran es gelegen hat. Und das kannst du mir nicht sagen, dass du das so weißt, außer du hast gar nichts zu Papier gebracht. Da kriegst du wirklich richtig guten Input, wenn du weißt, wie du diese Punkte rausarbeitest. Der dritte Punkt, Bewertung reflektieren. Heißt, wofür hat der Korrektor mir Punkte gegeben? Wofür habe ich keine Punkte bekommen, wo ich selber vielleicht dachte, die kriege ich auf jeden Fall, die habe ich schon mal sicher eingebucht. Was kann ich daraus lernen für die Zukunft? All das sind sozusagen Überlegungen, wo man auch mal sehen kann, was hat er da vielleicht an den Rand geschrieben, Korrektor? Meistens nicht so viel, ich will ja nicht zu viel Hoffnung machen, aber da sieht man schon, wo letztendlich die oder die Stellschrauben waren aus Sicht des Bewerters oder des Korrektors. Und der vierte Punkt, du brauchst eine klare Standortbestimmung. Wenn ich dann immer nur irgendwelche Durchschnittsnoten höre, ich sage, es kommt jemand im zweiten Versuch nach dem Durchfallen zu mir, ja, ich hatte eine 5,0 in allen drei Klausuren, also 5,0 im Schnitt.
dann ist es doch ein riesen Unterschied, ob ich überall 30 Punkte hatte oder 38 und es überall nur ein, zwei Punkte gefehlt haben, um auf dieses Level zu kommen. Das sind teilweise auch gerade bei einer 5,5 werden die Spannen immer größer und untere Ende von der Spanne und oberes Ende von der Spanne sind wirklich teilweise Dimensionen, die dazwischen liegen an Wissen, an Know-how. Und deswegen muss man da fairerweise wirklich die Punkte, die konkreten in Verbindung mit den inhaltlichen Punkten, versteht sich nicht nur einfach die Punktzahl, kennen, um dann letztendlich konkret zu wissen, wie groß das Gap, worin besteht das Gap und dann natürlich die Erkenntnisse daraus für die Zukunft mitzunehmen. Denn wenn du die Punkte rausarbeitest, hast du Stellschrauben, an denen du jetzt in der nächsten Vorbereitung konkret arbeiten kannst. Das sind deine Hebel, wo du die größten Sprünge machen kannst, wenn du weißt, was hier die Probleme gewesen sind. Heißt, mit der Erkenntnis plus der passenden Strategie kannst du dann im nächsten Schritt, in der nächsten Vorbereitung fürs nächste Examen, diese Probleme vermeiden und Sprünge machen. Natürlich wichtig, nicht nur an den Themen arbeiten, weil du musst natürlich auch die Sachen, die du schon konntest, halten und dich da auch generell verbessern, aber das hat das größte Fortschrittspotenzial. Du willst aus den Fehlern lernen. Deswegen so elementar wichtig. Und jetzt die große Frage, wie gehe ich an diese Klausureinsicht ran? Da gibt es von Kammer zu Kammer unterschiedliche Bedingungen, was die Klausureinsichtnahme anbelangt, verschiedene Möglichkeiten. Wir haben, um all diese Fragen zu beantworten, für dich einen kostenlosen Videokurs aufgenommen, wo ich dir Schritt für Schritt erklären werde, auch Vorlagen mit an die Hand gebe, was du machen musst in der Klausureinsicht. Worauf musst du achten? Welche Notizen sollst du machen? Welche Erkenntnisse brauchst du dann konkret aus den jeweiligen Punkten abgeleitet, um daraus zu lernen? Erster Punkt. Und im zweiten Step wollen wir natürlich dann auch sagen, wie analysierst du das Ganze jetzt für die weitere Planung? Das heißt, was musst du dann im Nachgang mit diesen rausgearbeiteten Informationen anstellen, um dann im nächsten Versuch nicht auf die Nase zu fliegen, sondern aus diesen Fehlern zu lernen. Den Link dazu, den kannst du wie gesagt kostenlos dir anschauen, den Kurs, wenn du dich anmeldest. Der ist unter dem Video sozusagen verlinkt rund um das Video und dann kannst du dir das Ganze eben dort online anschauen. Wie gesagt, umfangreiches Videomaterial, Analyse, Vorlage, Sheets, alles mit dabei, komplett kostenlos und da bist du dann wirklich bis ins kleinste Detail bestmöglich vorbereitet für deine Einsichtnahme. Ich gehe nochmal auf diese emotionalen Punkte ein, neben den Vorgehensweisen, die du da auf jeden Fall berücksichtigen musst. Das heißt, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein, abhaken und nach vorne blicken, lern aus der Vergangenheit und dann kannst du in Zukunft einen Brief bekommen, wo dann hoffentlich eine niedrigere Durchschnittspunktzahl draufsteht und du dann entsprechend das Steuerberaterexamen auch schriftlich erfolgreich wirst meistern können. Dabei wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. Trag dich gerne ein zum kostenlosen Kurs und wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.